Hallo, willkommen bei The Nosy Rosy, hier ist die Jen. Ja, ich bin wieder zurück in Hamburg, in meiner Wohnung, wie ihr seht. Ja, bei meinen Eltern war es echt schön letzte Woche. Aus einer geplanten Woche wurden dann anderthalb. Wir sind nämlich gestern Nacht erst nach Hause gefahren, weil meine Freundin war nämlich krank und deswegen konnten wir nicht fahren. Wir wollten nämlich eigentlich am Sonntag schon zurückfahren. Aber das tut jetzt eigentlich auch nichts zur Sache. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Und schon geht's los. Und zwar ganz kurz. Letzte Woche habe ich euch ja gefragt, wie ihr das seht, ob man sich in der Öffentlichkeit mit einer Frau anders verhält als mit einem Mann. Also wenn man hetero wäre. Und da hat Knuddelprinzessin gesagt, ich laufe auch mit meiner Freundin durch die Fußgängerzone und küsse sie da auch, aber ich merke auch, dass ich mich, wenn zum Beispiel nur gute Freunde und so dabei sind, ich mich noch ein bisschen sicherer fühle. Auch wenn ich mich sonst, wenn ich sonst keine wirkliche Unsicherheit fühle. Ja, und auch Strumpfpunkt hat auch gesagt, dass sie einen kleinen Unterschied fühlt, selbst in der großen Metropole. Also hat sich ja dann doch meine nicht Befürchtung, aber meine Meinung bestätigt, dass es wirklich doch immer einen Unterschied gibt. Also, oder meistens, oder oft. Ja. Und dass es nicht an mir liegt. So, dann wollte ich euch was vorstellen. Und zwar habe ich das im Internet gesehen. Ich wohne nicht in Berlin, aber vielleicht wohnen von euch ja ein paar in Berlin und haben das schon gesehen. Nämlich hat die Initiative gegen Homophobie, ich muss kurz spicken, ob die genauso oft wirklich heißen, Bündnis gegen Homophobie in Berlin, die haben eine Aktion gestartet und zwar hängen in ganz Berlin momentan Plakate, zwei verschiedene, die zeige ich euch jetzt mal, hier irgendwo, werde ich es jetzt gleich einblenden, einmal ich bin lesbisch und Berlin steht hinter mir oder ich bin schwul und Berlin steht hinter mir. Die Plakate hängen gerade in ganz Berlin und ja, sollen einfach ein bisschen die Homophobie vertreiben, den Leuten auch nochmal außer der Reihe einfach klar machen und zeigen, Lesben und Schwule sind ganz normal und ja, finde ich eine super Sache. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr die auch schon gesehen habt und ob es wirklich viele sind. Also ich habe irgendwo gesehen, dass es ungefähr 1000 Plakate sind. Aber ich kann ehrlich gesagt schlecht einschätzen, ob, wie viel das jetzt wirklich ist, ob man das dann oft sieht, wenn man durch Berlin fährt oder ob das jetzt in irgendwelchen Nischen hängt und kein Mensch mitbekommt. Ja, also wenn ihr welche seht, könnt ihr mal berichten und vielleicht auch, vielleicht bekommt ihr auch ein paar Reaktionen von Menschen mit, die das sehen. Dann wollte ich euch die Elf-Filmnacht vorstellen. Also ich denke, die meisten von euch kennen die ja bestimmt, die Elf-Filmnacht. Aber für die, die es noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen. Und zwar habe ich das hier. Das ist wieder mal eine kleine Anzeige in der aktuellen Elmac. Das wird auch von Elmac gesponsert und den Cinemax-Kinos. Ja, hier die aktuelle Elmac, habe ich immer. Ja. Und die Elf-Filmnacht, ja, das ist einmal im Monat in vielen Städten Deutschlands. Da wird dann ja, ein lesbischer Film gezeigt in den Cinemax-Kinos. Und zwar, so jetzt gut aufpassen, in folgenden Städten Deutschlands kann man sich das angucken. Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Magdeburg, Mannheim, München, Oldenburg, Stuttgart und Wuppertal. Wenn ihr jetzt in einer von diesen Städten wohnt, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt nächstes Mal hingehen oder hinfahren, wenn es nicht so weit ist. Ja, das ist wie gesagt einmal im Monat, immer so eher Ende des Monats sehe ich gerade. Also in Hamburg zum Beispiel am 28. März, jetzt diesen Monat, abends um 8 fängt es da an. Bei manchen fängt es auch um 9 an oder so, aber meistens halt abends oder immer abends. Und ja, diesen Monat gibt es den Film A Marine Story. Das muss ich gerade ehrlich sagen, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob der Originalton gezeigt wird.
oder ob der in Deutsch ist. Entschuldigung, das reiche ich noch nach. Also eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall gibt es ja immer gute Filme. Letztes Mal war ich auch da. Da lief der Film A Room in Rome. Ja, der war... Also die Filme sind meistens gut besucht. Da war noch ein bisschen was Platz. Ach, da muss ich auch noch was erzählen. Wir sind dahin, haben aber leider... Also das war alles eigentlich irgendwie ausverkauft. Und meine Freundin und ich haben nur noch Plätze bekommen, die nicht nebeneinander lagen. Waren. Oh Gott. Wir haben noch Plätze bekommen, die nicht nebeneinander waren. Und ja, haben uns dann halt jeweils, als der Film anfing, auf unsere Plätze in entgegenliegenden Ecken des Kinosaals gesetzt. Und ja, als dann der Film so langsam losging, habe ich so geguckt und dachte, naja, okay, vor mir die Reihe, da ist jetzt noch ziemlich viel Platz. Aber die kommen ja bestimmt noch. Und ja, und außerdem, meine Freundin, die sieht das von da hinten bestimmt aus sowieso. Und wenn sie das sieht, dann kommt sie bestimmt zu mir rüber, dann können wir uns doch zusammensetzen. Und außerdem, wie gesagt, ich war nicht sicher, ob die Leute noch kommen. Und naja, als der Film dann vorbei war, treffen wir uns dann draußen wieder. Und dann erzählt sie mir, naja, bei mir war auch noch ganz viel Platz, aber ich dachte auch, du siehst das, wenn du zu mir rüber guckst und kommst dann zu mir. So ungefähr, ne? Ja, toll. Also eigentlich hätten wir dann doch zusammensitzen können, aber es war einfach zu blöd. Naja, aber man kann ja auch mal 1,5 Stunden ohne Händchen halten verbringen, ne? Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, also der Film letztens, der war ganz okay. Ich glaube, er hat die Gemüter sehr gespalten. Die einen fanden ihn gut, die anderen schlecht. Am besten informiert euch da selbst über den Film. Wenn ich jetzt darüber anfange zu erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Also, A Room in Rome. Ich schreibe es nochmal hier hin. Ja, und okay, diesen Monat gibt es Marine Story. Und da geht es dann um ja, ein bisschen was Militärisches. Da ist so ein Ex-Marine-Offizierin, was auch immer. Die krallt sich da so ein junges Mädel und will die so ein bisschen auf das Militär irgendwie vorbereiten, falls ich das richtig verstanden habe. Ja, na gut, so viel zur Filmnacht. Also ihr könnt das unter www.l-filmnacht.de nachlesen. Und das sind hier noch immer alle Termine und die Uhrzeiten und Daten für die verschiedenen Städte. Und ja, nächsten Monat kann ich auch schon mal erzählen, das gibt's ja hier, ist ja auch schon angekündigt. My Normal heißt der Film. Habe ich es noch nicht durchgelesen, kann ich jetzt nicht sagen, was da geht. Könnt ihr ja gucken. Ja, gut, jetzt muss ich doch nochmal, ich muss heute ganz viel spicken, merkt ihr bestimmt schon. Ich kann mir heute nicht so viel auswendig merken. Was wollte ich denn noch erzählen? Ja, ich hab vergessen, ich wollte euch eigentlich am Anfang des Videos alles Gute nachträglich zum Weltfrauentag wünschen. So, jetzt habe ich es. Okay, nachträglich, alles Gute nachträglich zum Weltfrauentag. Der war ja gestern und gestern war aber auch der irische Pancake Tuesday, der Pfannkuchentag. Also in Irland haben gestern alle Pfannkuchen gemacht und wir haben auch Pfannkuchen gemacht. Wir waren ja noch zu Hause und mein Bruder und seine Freundin, die haben Pfannkuchen gemacht. Das war sehr lecker. Ich glaube, das ist wirklich... das sollte man hier auch praktizieren, den Pfannkuchentag am Dienstag vor Aschermittwoch. Ach ja, apropos Aschermittwoch, habt ihr Karneval gefeiert? Sagt doch mal, das ist meine Frage heute an euch. Erzählt mal, habt ihr eigentlich Karneval gefeiert? Ich, wie gesagt, ich war ja im Saarland. Da wird das ja dann schon eher mal gefeiert. Nicht so wie in Hamburg, da ist ja wirklich überhaupt nichts los. Und da war wirklich... einiges los im Saarland, also an Partys und die ganzen Umzüge und so, und das war wirklich sehr lustig. Vielleicht zeige ich euch aber was. Vielleicht. Ich muss ja sagen, ich habe viele Videos gemacht und ich glaube, es wird demnächst mal ein paar kleine Videos auf meinem Kanal geben. Also schaut da mal demnächst vorbei. Vielleicht nächste Woche. Da wird es dann ein paar Saarland-Berichte geben. Exklusiv. Live dabei quasi. Na gut,
Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Das ist ein komischer Satz. Ich sage es einfach am besten wie immer. Bis denn, Pigeon.